Die neue A-Klasse. Der Pulsschlag einer neuen Generation. In Ihrem Autohaus Allgäu in Kempten, Kaufbeuren und Immenstadt. Herzlich willkommen zu TV Allgäu Nachrichten. Das sind die Themen der Sendung heute. Nachholbedarf, wie der Tourismus im ländlichen Raum attraktiver werden soll. Geld für den Neubau, Berufsfachschule für Schmuck in Neugablonz erhält Förderung und besser Essen im Unterallgäu, ProNah vergibt Preise an Ernährungsprojekte. Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Deutschland und Deutschland bleibt Reiseziel Nummer 1 der Deutschen weit vor Spanien, Italien oder Griechenland. Und auch aus dem Ausland kommen viele Touristen hierher. Allerdings die meisten Touristen zieht es nach wie vor in die Städte. Der Tourismus auf dem Land, er bleibt dahinter zurück. Wie kann man das ändern? Darüber diskutieren Tourismusexperten aus ganz Deutschland in 4 vom Wirtschaftsministerium initiierten Regionalkonferenzen. Die 4. und letzte davon fand heute in Wald im Ostallgäu statt. Kirchturmdenken der einzelnen Tourismusgemeinden, der Tod jeden Erfolgs, ein Tenor der heutigen Veranstaltung. Im Gegenteil, die Zukunft liege in der Vernetzung. Es verzettelt sich zu stark, es wird vieles sinnlos ausgegeben. Da müssen wir mehr zusammenarbeiten. Nicht jede Gemeinde braucht den eigenen Prospekt, sondern da kann man vieles professioneller besser machen. Wenn ein Urlauber heute in Dortmund, in Braunschweig oder in Berlin einen Urlaub auf dem Land sucht, dann sucht er nicht unbedingt den Ort Obermeißelstein, um einen Top-Ort herauszugreifen, sondern dann gibt er ein, vielleicht und hoffentlich die Region Allgäu. Und dann muss sich unter dieser Dachmarke das gesamte Angebot sozusagen auffächern. Und das haben unsere Orte hier im Allgäu verstanden. Sie haben in den letzten Jahren intensiv daran gearbeitet, eine Marke Allgäu zu etablieren. Wir haben viele Kirchtürme nicht abgerissen, sondern viele sind auf die Kirchtürme gestiegen und schauen darüber hinaus. Könnte aber natürlich kritisch sagen, es gibt schon noch auch noch Kirchtürme. Aber ich glaube, im deutschlandweiten Vergleich haben wir hier mehr Partner, die auf den Kirchtürmen stehen und in die Region schauen, um mit der Region das gemeinsam zu machen, als es anderswo ist. Die Zahlen der Region, sie können sich im bayernweiten Vergleich durchaus sehen lassen. Wir haben gestern erst neue Zahlen bekommen. Es liegen die Zahlen von Januar bis August vor. Wir sind mit 6,2% im Plus bei den Ankünften, bei 4,3% bei den Übernachtungen. Das sind bayernweit Spitzenwerte, da sind wir sehr stolz drauf. Aber wir wissen natürlich auch, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Sind wir immer aufgefordert, jeden Tag mit unserer Arbeit, mit den Partnern, Tourismus so zu organisieren, dass neue Gäste, weitere Gäste hierher kommen und auch ausreichend viele Übernachtungen tätigen. Zum Beispiel in Hotels wie dem Berghof Babel in Wald. Der Ort der heutigen Tagung war mit Bedacht gewählt. Ist das 5-Sterne-Hotel mit landwirtschaftlichen Wurzeln doch ein Beispiel dafür, wie die ländliche Region in Zukunft besser punkten soll. Qualitativ hochwertige Angebote mit dem erkennbaren Bezug zur Region. Allerdings, auch das schönste Hotel nützt nichts, wenn andere Rahmenbedingungen nicht stimmen. Breitbandversorgung ist ein wichtiges Thema. Wenn wir im Wettbewerb im Tourismus mithalten wollen, dann müssen wir online buchbar sein. Wenn die Betriebe in den entlegenen Gebieten nicht online ausreichend schnell erreichbar sind, ist es ein Problem. Deshalb brauche es dringend Investitionsbeihilfen für die Tourismusunternehmen. Ein weiteres Thema, der Fachkräftemangel. Ich stelle fest, dass viele junge Fachkräfte in der Hotellerie, im Tourismus bei uns in Bayern ausgebildet werden, im Allgäu und dann nach Österreich gehen, auch in die Schweiz, weil das Lohnniveau niedrig ist. Da muss auch, sage ich mal, die Hotellerie, der Tourismus reagieren. Wir brauchen die besten Leute in diesem Segment, um als Premium-Region in Deutschland auch wirklich am Markt uns durchzusetzen. Es gibt also noch viel zu tun für den Tourismus im ländlichen Raum und auch im Allgäu. Glasmaler, Graveur, Gold- und Silberschmied. In diesen 4 Bereichen bildet die Schmuckfachschule in Kaufbeuren-Neugablonz aus. Sie verbindet dabei die traditionelle handwerkliche Ausbildung mit digitaler Technik und Design und ist damit bundesweit einzigartig.
Doch das Gebäude der Schule ist 65 Jahre alt und mittlerweile auch zu klein. Es muss umgebaut und erweitert werden. Alleine kann die Stadt Kaufbeuren die Kosten für die Baumaßnahmen aber nicht stemmen. Es braucht einen Zuschuss vom Freistaat Bayern. 116 Schüler stellen in der Berufsfachschule den unterschiedlichsten Schmuck her. Doch die Räume sind klein, die Ausstattung nicht mehr ausreichend. Die Pläne, was alles benötigt wird, hat die Schulleitung auch schon aufgestellt. Wir haben insbesondere neue Fachräume für die Goldschmiede im zweiten und dritten Jahrgang geplant. Wir haben daneben geplant Fachräume wie Siebdruckraum, Sandstrahlraum, Brennofenraum für die Glas- und Porzellanmaler. Und wir haben auch geplant einen Erste-Hilferaum, eine Bibliothek und einen Mehrzweckraum. Doch bislang scheiterten die Pläne an der Finanzierung, denn die Schmuckfachschule war nicht im bayerischen Förderprogramm. Das hat sich jetzt geändert, wie Finanzstaatssekretär Franz Josef Pschierer heute mitteilen konnte. Der Umbau und die Erweiterung sind genehmigt und der Freistaat wird sich an der Finanzierung beteiligen. Eine gute Nachricht auch für Oberbürgermeister Stefan Bosse, denn nun muss die Stadt die Kosten für die Baumaßnahmen nicht alleine tragen. Allein der Neubau wird zwischen 3 und 4 Millionen Euro kosten. Wie hoch die Förderung sein wird, ist allerdings noch nicht klar. Unsere Oberbürgermeister und Kommunalpolitiker wollen natürlich immer höchstmöglichste Fördersätze. Am liebsten wären ihnen 100%. Das geht natürlich nicht. Aber ich gehe davon aus, dass wir hier bei dieser Fördermaßnahme sicherlich uns im Bereich zwischen 40% und 50% bei der staatlichen Förderung bewegen werden. Und das ist dann doch ein ganz erklärlicher Anteil, ohne den es für die Stadt fast unmöglich wäre, das zu finanzieren. Die Erweiterung der Schule wird wohl auch einem anderen Projekt entgegenkommen. Denn die Schulleitung ist im regen Kontakt mit mehreren Hochschulen, um die Vernetzung zu verbessern. Es geht uns zunächst insbesondere darum, dass unsere Ausbildung dort wenigstens teilweise angerechnet wird, dass Credits Points angerechnet werden können. Und ich denke, dass hier noch viel Entwicklungspotenzial vorhanden ist, aber auch viele Chancen, die es gilt zu nutzen. Die Baumaßnahmen sollen im Frühjahr 2013 beginnen. Dann gibt es mehr Platz, damit die vielen Ideen der Schüler Gestalt annehmen können. Weil der Wettbewerb JURI des Bundesverbands der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie im letzten Jahr so erfolgreich war, wird er dieses Schuljahr fortgesetzt. Der Allgäuer Abgeordnete Stefan Thome ruft die Grundschulen in der Region deshalb dazu auf, am JURI-Wettbewerb Ingenieure der Zukunft tüfteln an fliegenden Ideen mitzumachen. Die Projekte sollen sich zum Beispiel mit Hubschraubern, Flugzeugen, Satelliten oder Raumschiffen beschäftigen. Teilnehmen können Grundschüler der 3. und 4. Klasse. Die Projekte müssen bis 31. März eingereicht werden. Die 3 besten Klassen werden dann mit einem aeronautischen Schulpokal ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.skyfuture.de/juri. Ja, und weitere Meldungen gibt's gleich in Kompakt. Druckprüfung, TV-Untersuchung, Kanalsanierung. Wir prüfen Ihre Abwasserleitungen. Dorf, immer eine saubere Lösung. Wellnessurlaub mit Arnold Reisen. Folgen Sie Ihrem natürlichen Bedürfnis nach echtem Wohlbefinden und innerer Balance. Verwöhnen Sie Körper und Geist und stärken Sie Ihre Gesundheit. Wählen Sie aus zahlreichen Wohlfühlangeboten und verbringen Sie erholsame Urlaubstage in fröhlicher Gemeinschaft Ihrer Mitreisenden. Arnold Reisen in Dietmannsried. Das Einkaufserlebnis auf 4 Etagen für Jäger und Neugierige. Outdoor- und Freizeitmode, Trachten, Fesch und Leger, Waffenbär, wo Beratung und Service überzeugen. Die Kirchengemeinde ist mir wichtig. Wir wollen mitgestalten. Wir engagieren uns gerne in der Kirchengemeinde. Damit das alles so weitergeht, da brauchen wir einen Kirchenvorstand, der wo Verantwortung übernimmt. Ich glaube, ich wähle, ich gang zum Wählen. Lassen Sie sich in unserem Showroom inspirieren und finden Sie genau die Fliesen und Natursteine, die zu Ihrem Lebensgefühl passen. Erleben Sie unser umfassendes Leistungsspektrum und vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung. Fliesen Raffler Marmor in Markt Oberdorf.
Du kannst so vieles erst verstehen, wenn du dir selbst die Neugier lässt. Wer Augen schließt, um Schönes nur zu sehen, der wird dem Blinden gleich und vieles ihm entgehen von all dem weltgewordenen Rest. Gestatte dir, dich hinzuneigen zu dem, was dich zur Frage drängt. Das ist uns Menschen seltsam eigen, drum möge man uns bitte zeigen, wie alles stets zusammenhängt. Täglich mehr als eine Antwort. Treffpunkt Freizeit. Geschichten und Berichte aus unserer Heimat. Tourismus und Freizeit. Kultur und Brauchtum. Sehen, was das Allgäu bewegt. Wir sehen uns im Treffpunkt Freizeit. Die Meldungen vom 11. Oktober 2012. Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist gestern Nachmittag in Kaufbeuren vom Reifen eines Lkw-Anhängers überrollt worden. Er überlebte schwer verletzt. Der Mann war auf regennasser Fahrbahn in einem Kreisverkehr gestürzt und von einem Lkw-Gespann erfasst worden. Er wurde ins Kaufbeurer Krankenhaus eingeliefert und musste notoperiert werden. Der Lkw-Fahrer erlitt einen leichten Schock. An beiden Fahrzeugen entstand nur ein minimaler Sachschaden. Weil er ein 92 und 94 Jahre altes Geschwisterpaar um insgesamt 116.000 Euro betrogen hat, ist ein Versicherungsmakler aus Kaufbeuren jetzt zu 2 Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Er hatte für die beiden Senioren, zu denen er ein freundschaftliches Verhältnis pflegte, Geld- und Versicherungsangelegenheiten übernommen. Zwischen 2006 und 2008 hob er immer wieder Teilbeträge von ihrem Konto ab und behielt diese für sich. Aufgefallen waren seine Machenschaften dem Steuerberater des Geschwisterpaares. Der Beschuldigte reagierte auf die Vorwürfe zunächst mit einer Anzeige wegen falscher Verdächtigung. Vor Gericht gestand er die Taten aber doch. Die Ursache für den Kutschenunfall am Montag unterhalb von Schloss Neuschwanstein ist nach wie vor unklar. Bislang gäbe es keinen Hinweis darauf, warum die Pferde am Einsteigeplatz plötzlich durchgingen und bergab galoppierten, so die Polizei. 8 Menschen wurden bei dem Unglück verletzt, eine Mutter und ihre beiden Kinder sogar sehr schwer. Ein Kutscher erlitt eine Gehirnerschütterung. Alle befinden sich nach Angaben der Polizei auf dem Weg der Besserung. In Kleinkitzighofen im Ostallgäu haben Passanten eine tote Würgeschlange gefunden. Die Buchloher Polizei geht davon aus, dass die 160 cm lange Boa Constrictor entweder vom Eigentümer selbst ausgesetzt worden ist oder diesem entkommen war. Der noch unbekannte Schlangenbesitzer wird gebeten, sich bei der Polizei Buchlohe zu melden. Auch Hinweise auf Personen, die bis vor kurzem in Besitz solcher Schlangen waren, sollen bei der Buchloher Polizei gemeldet werden. 3 13-jährige Mädchen wollten gestern in einer Drogerie in Lindenberg Waren im Wert von 780 Euro stehlen. Eine Erzieherin besuchte zusammen mit einer Gruppe von Kindern, die sich derzeit in einer Westallgäuer Klinik aufhalten, den Drogeriemarkt. Noch beim Verlassen des Ladens flog der Diebstahl auf und die Waren konnten sichergestellt werden. Das 9 Millionen Euro Defizit der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren war absehbar. Das haben die beiden Vorstände des Kommunalunternehmens jetzt klargestellt. In einem Interview mit der Allgäuer Zeitung weisen sie die Schuld an den Zahlen vor allem dem Verwaltungsrat zu. Dieser habe an der bisherigen Struktur mit den 5 Häusern festgehalten, obwohl diese wirtschaftlich nicht zu betreiben seien. Das hätten viele Beratungsunternehmen bestätigt. Auch für die kommenden Jahre erwarten die Vorstände erhebliche Defizite, sollte die Struktur nicht grundlegend verändert werden. Die Brauerei Meckartzer Löwenbräu aus Heimenkirch ist mit dem Bayerischen Mittelstandspreis prämiert worden. Die Auszeichnung wurde gestern im Maximilianeum des Bayerischen Landtags in München der Geschäftsführung übergeben. Unter der Schirmherrschaft von Wirtschaftsminister Martin Zeil wird der Preis jährlich an 3 Unternehmen in Bayern verliehen. Die Unternehmen werden dabei nach 6 Kategorien, unter anderem nach Kundenorientierung, Innovation und Internationalisierung, bewertet.
Der Sozialistenhut des Lindauer SPD-Kreisverbands geht an den Nürnberger Oberbürgermeister Ulrich Mahli. Der Preis soll Menschen ehren, die ihrer Gesellschaft und ihrer Partei vorausgedacht haben, gegen den Strom geschwommen sind und sich nicht haben einschüchtern lassen. Der Sozialistenhut wird heuer zum 28. Mal vergeben. Preisträger waren unter anderem Hans-Jochen Vogel, Regine Hildebrand und Erhard Eppler. Die Verleihung des Sozialistenhutes findet am 9. November um 20 Uhr statt. Soweit die Meldungen vom Donnerstag. Jetzt gibt's noch den Wetterbericht. Das Wetter mit dem Allgäu-Outlet Sonthofen. Topmarken für jedes Wetter. In der Nacht ist der Himmel teils klar, teils bewölkt. Die Temperaturen liegen bei 9 bis 12 Grad. Freitagvormittag bleibt der Himmel vor allem im Flachland wolkenverhangen. Die Sonne lässt sich trotzdem ab und zu blicken. In der zweiten Tageshälfte kommt es dann von Westen her zunehmend zu Regen. Besonders am Alpenrand werden auch kurze Gewitter erwartet. Der Samstag wird stark bewölkt. In Alpennähe bleibt es nass. Am Sonntag breitet sich der Regen dann übers gesamte Sendegebiet aus. Und auch am Montag bleibt das Wetter nass und ungemütlich. Projekte und Aktionen zum Thema gesunde Ernährung bei Kindern gibt es viele. Und dennoch kann es nicht oft genug angesprochen werden. Eine Studie des Robert-Koch-Instituts zeigt, dass 15% der Kinder und Jugendlichen im Alter von 3 bis 17 Jahren übergewichtig sind, Tendenz steigend. Damit der Trend nicht zur Norm wird, sollten Kinder so früh wie möglich an gesunde Ernährung herangeführt werden. Um genau solche Aktionen entsprechend zu honorieren, hat der Verein Pro Nah Unterallgäu einen Wettbewerb ausgerufen. Besser essen bei Kindern und Jugendlichen im Kneippland Unterallgäu. Gestern wurden in Westerheim-Günz die besten Projekte geehrt. Wie bringe ich Kindern die richtige Ernährung näher? Im Unterallgäu gibt es zahlreiche Projekte und Aktionen, die sich mit dieser Aufgabe befassen. Um die besten Projekte gebührend zu würdigen, hat der Verein Pro Nah einen Wettbewerb ausgeschrieben. Alle Einrichtungen, die Aktionen zum Thema Besser essen mit Kindern ins Leben gerufen haben, konnten sich bewerben und Preise bis 3.000 Euro abstauben. Wir wollten natürlich schon sehen, was in den Schulen läuft. Da kann man es auch entsprechend bewerten. Ansonsten, wenn es ein Ideenwettbewerb gewesen wäre, hätte man kaum Dokumentationsmaterial bekommen. Aber mit dem Fördergeld wollten wir auch diesen Anreiz schaffen, wo ich sag mal, Ideen da sind, die erst in der Anfangsphase sind, dass man die unterstützen kann. Und da war eine Reihe von Projektideen dabei, die jetzt seit einem Jahr alt sind oder kleine Projekte, die wir dadurch natürlich weiterentwickeln wollen. Gestern Abend durften sich drei Teilnehmer über die Förderpreise von je 1.000 Euro freuen. Die Grund- und Mittelschule Ammendingen, der Kindergarten Haarwangen und der Kindergarten Legau. Das Geld dafür kam von der BayWa-Stiftung, die den Wettbewerb von Anfang an unterstützt hat. Die BayWa-Stiftung arbeitet für den Wettbewerb Besser Essen, weil wir es einfach wichtig finden, dass man eben gesunde Ernährung fördert. Das spricht quasi aus dem Herzen der BayWa-Stiftung. Und gerade wenn dann Schulen auch kreativ sind und Ideen haben, sich da zu engagieren, finden wir das ganz lobenswert und möchten sie eben auch bei diesem Vorhaben unterstützen. Insgesamt gingen 20 Einsendungen bei Pro Nah ein. 10 davon waren Schulen. Kein Wunder, dass die drei Preisträger auch drei Schulen waren. Die Grund- und Mittelschule Pfaffenhausen durfte sich über 1.000 Euro freuen, die Grundschule Otto Beuren über 2.000. Gewinner war die Mittelschule Mindelheim, die mit ihrem Konzept gesundem Essen auf der Spur überzeugten und 3.000 Euro mit nach Hause nehmen durfte. Ja, und bei mir steht jetzt schon die glückliche Gewinnerin, Frau Ute Wolfram aus der Mittelschule in Mindelheim. Frau Wolfram, erstmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Sie haben ja nicht damit gerechnet. Warum haben Sie denn überhaupt am Wettbewerb teilgenommen? Weil wir ein sehr umfangreiches Angebot haben und die gesunde Ernährung sehr wichtig ist, auch die regionale. Und wir wollten einfach nach außen zum Ausdruck bringen, was in der Mittelschule alles an Ernährungsvarianten gibt. Aber dass wir damit gleich den ersten Preis gewinnen, damit haben wir natürlich nicht gerechnet, weil die Dinge, die es bei uns gibt, die sind für uns schon lange selbstverständlich. Aber wir haben jetzt heute gemerkt, am Abend, das ist doch nicht alltäglich und wir sind da doch etwas Besonderes vielleicht. Sie haben es jetzt bereits angesprochen, seit mehreren Jahren finden eigentlich viele Aktionen zum Thema Ernährung in Ihrer Schule statt. Tun kann man ja immer viel. Wie wird es denn bei den Schülern angenommen?
Das wird von den Schülern sehr gut angenommen und vor allen Dingen diese Vielfalt, für jeden Geschmack etwas. Das ist uns sehr wichtig, diese vielen Facetten zum Thema Ernährung in der Schule. Und wir machen die Erfahrung, dass das für die Schüler selbstverständlich ist, gemeinsam zum Mittagessen zu gehen, dass man sich guten Appetit wünscht, dass man, dass das Essen auch ein Ort der Kommunikation ist. Schüler, die den ganzen Tag da sind, sind ja auf viele Dinge angewiesen und da soll auch ein abwechslungsreiches Angebot für die Schüler bereitgestellt werden und mit den Schülern auch hergestellt und erarbeitet werden. Werden Sie das Preisgeld denn jetzt auch dafür verwenden, vielleicht diesen Bereich noch weiter voranzutreiben? Ja, ernährungstechnisch überlege ich jetzt schon so für mich. Also das wird jetzt mit den Klassensprechern diskutiert und morgen erstmal große Freude, dass wir überhaupt gewonnen haben. Wir könnten das Geld sehr gut gebrauchen für neue Stühle in der Mensa, aber ich gehe mal davon aus, dass da der Initiator des Wettbewerbs nichts dagegen hat. Es ist ja letztendlich auch für etwas, dass das Essen noch genussvoller wird mit neuen Stühlen in der Mensa. Und ich würde mal sagen, Essen mit Stil ist uns sehr wichtig. Okay, dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg und ich gebe jetzt ab ins Studio. Danke, Martina. Und wir bleiben beim Thema Gesundheit. Von der richtigen Ernährung zur Vorbeugung geht's zur Heilung. Bei einer Knieoperation zuschauen, das können Besucher diesen Samstag beim Tag der offenen Tür der Klinik Oberstdorf. Das modernisierte Haus präsentiert sich von 10 bis 16 Uhr. Das Motto lautet: Mit uns mobil und gesund bleiben. Die in der Gesundheitsallee ansässigen Fachärzte stehen für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Außerdem werden Vorträge zu verschiedenen orthopädischen Themen angeboten. Und bereits zum 12. Mal findet er statt, der Kemptner Tanzherbst. Was die Zuschauer in diesem Jahr erwartet, erfahren Sie nach der Werbung. Avia Pellets, die Flüsterpellets, bestehen zu 100% aus heimischem Holz. Leise und sauber liefern wir Wärme für Ihr Zuhause, dort, wo Sie uns brauchen. Unser produktschonendes System sorgt dafür, dass der Staubanteil Ihres Brennstoffes nicht erhöht wird. Gut für Sie, gut für die Umwelt. Avia Pellets, die Flüsterpellets, geliefert von einem Partner aus Ihrer Region. Kommt an Bord ins Nautila. Bunte Kinderspielwelt, ein vielseitiges Aqua-Fitness-Programm, wohltuender Saunagarten und natürlich familienfreundliche Preise. Freizeitbad Nautila, die Bade-, Sport- und Wohlfühlinsel in Illertissen. MTZ Physiotherapie, Krankengymnastik erster Klasse für alle. Vom Forum in Richtung Bahnhof, nach dem Ärztehaus genau gegenüber der OMV-Tankstelle. Öffentliche Parkplätze direkt vor der Tür. MTZ, Bahnhofstraße 44 in Kempten. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum, Bahnhofstraße 42 in Kempten. Vom 13. bis 21. Oktober erwartet Sie der Memminger Jahrmarkt mit vielen Fahrgeschäften für Groß und Klein. Beim verkaufsoffenen Sonntag am 14. Oktober haben die Ladengeschäfte von 13 bis 18 Uhr für Sie geöffnet. Und am Freitag, 19. Oktober, ist Kinder- und Familientag mit ermäßigten Preisen. Beim Krämermarkt vom 16. bis 18. Oktober bieten die Händler eine große Auswahl an Waren an. Unter dem Motto „Vor Ort für die Region“ laden zahlreiche regionale Ärzte zur ersten Oberallgäuer Haus- und Fachärztemesse ein. Am Samstag, den 13. Oktober von 8.30 Uhr bis 18 Uhr im Haus Oberallgäu in Sonthofen. Die Messe bietet Ihnen Vorträge, kleine medizinische Check-ups und kompetente Beratung zu Therapien, Behandlungen und Vorsorgeuntersuchungen. Besuchen Sie die Ärztemesse am 13. Oktober in Sonthofen. Der Eintritt ist frei. 10 Jahre Edelweiß Werksverkauf in Kempten. Als Jubiläumsgeschenk erhalten Sie noch bis zum 20. Oktober 10% Jubiläumsrabatt auf alle unsere 800 Qualitätsartikel im Werksverkauf. Wir sind Mittwoch und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr, am Freitag von 12 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 12 Uhr gerne für Sie da. Sie wissen ja, der Besuch bei Edelweißverkauf am Werk in der Oberstdorfer Straße in Kempten lohnt sich immer. Zu ihrem 25-jährigen Bestehen gibt die Kemptner Big Band ein aufwendiges Geburtstagskonzert. Das Publikum erwartet mitreißende Musik, hochkarätige Gäste und eine tolle Show. Mit ihren abwechslungsreichen Musikstilen, variierenden Besetzungen, viel Gesang und auflockernden Show-Elementen werden sie die Good Men begeistern.
Tickets im Internet, an der Ticketbox und bei der Allgäuer Zeitung. TV Allgäu, Ihr regionaler Mediendienstleister. Wir sind Ihr Ansprechpartner für Filmproduktionen jeder Art. Egal ob Image oder Messefilme. Werbung. Video fürs Internet. Oder die Dokumentation Ihrer Veranstaltungen. Wir machen aus Bildern, die bewegen, bewegte Bilder. TV Allgäu. Mehr als Fernsehen. Morgen startet der Kemptner Tanzherbst. Er findet dieses Jahr bereits zum 12. Mal statt. Das Ziel der Veranstalter ist es, im Allgäu eine Plattform zu schaffen, an der man sich über zeitgenössischen Tanz informieren kann. Den Auftakt macht morgen das Stück Paradise for Beginners, eine Eigenproduktion des Theaters in Kempten. Heute Vormittag war die Generalprobe. Paradies für Anfänger, so lautet die Übersetzung des Stücks, mit der der diesjährige Tanzherbst in Kempten eröffnet wird. Entstanden ist es aus der Zusammenarbeit zweier Tanzbegeisterter. Die Idee ist entstanden vor über einem Jahr und die aktiven Proben haben begonnen Anfang September, also sprich jetzt fast 6 Wochen schon. Die letzten 2 Wochen haben wir hier in Kempten schon im Originalraum geprobt und jetzt wird's ernst. Der Titel des Stücks Paradise for Beginners stammt aus einem Gespräch von Choreografin Caroline Finn und einem Bekannten. Übergeordnetes Thema sind Scheinwelt und Realität. Fall für mich ist es ein Stück, wo viele kleinere Geschichten da drin stecken und insgesamt eine größere Geschichte, aber viele kleine Teile, die, wenn sie zusammenkommen, machen sie ja so wie eine rote Faden, eine größere Geschichte. 3 Leute finden sich in einem Raum und sie tauchen in eine Fantasiewelt. Und die Frage ist, ob sie wieder rauskommen kann oder nicht. Das ist aber für die Zuschauer zu entscheiden, finde ich, am Ende. Aber ja, sie tauchen in diese Welt und sie haben viele Erlebnisse da und das endet die Menschen halt. Ziel des modernen Tanzes ist es, sämtliche Facetten aller möglichen Emotionen auf die Bühne zu bekommen. Eines der Kernthemen des Kemptener Tanzherbstes. Wichtig im Tanzherbst für uns ist, die komplette Breite, die Facetten des Tanzes zu zeigen. Und wir schaffen das auch in diesem Jahr wieder mit dem Programm, was wir anbieten, mit Tanztheater, beispielsweise die Cadence Company am Dienstagabend, das Stück aus Berlin am Freitagabend mit VIP, dann zeitgenössisches Ballett, große Ensemble aus Saarbrücken mit der Don & Dance Company. Noch bis zum 21. Oktober wird es im Rahmen des Tanzherbstes verschiedene Aufführungen und Workshops geben. Außerdem sind 2 Schulvorführungen geplant. Die Gesundheitsreform sorgt immer wieder für Verwirrung, leider auch bei uns. In dem Beitrag gestern über den Ärztestreik im Westallgäu haben wir leider 2 Sachverhalte falsch wiedergegeben. Zum einen sind Behandlungen wie EKG, Blutentnahmen, Spritzen und Ähnliches nicht, wie von uns berichtet, im Punktesystem, werden also nicht bezahlt. Die Änderung dieser Regelung ist vielmehr eine der Forderungen der Ärzte. Zum anderen haben wir berichtet, dass der Punktwert früher bei 5,1 Cent gelegen habe und jetzt gesunken sei. Es ist aber so, dass die Ärzte nie 5,1 Cent erhalten haben, obwohl es so mit den Kassen vereinbart war. Stattdessen bekommen die Ärzte lediglich 3,5 Cent, Tendenz sinkend. Für die fehlerhafte Berichterstattung entschuldigen wir uns. Es ist und bleibt ein komplexes Thema. Nichtsdestotrotz einen schönen Abend und bis morgen. Allgäu Strom, die heimatstarke Energie.